Hast du schon von dem neuen Film von Ellen Martin Gray gehört? Nein, habe ich nicht. Du weißt doch, ich bin mega schreckhaft. Ach, Mann, komm schon. Wir gucken den bei mir zu Hause. Das haben wir so lange schon nicht mehr gemacht. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass du mich nicht allein im Raum sitzen lässt. Versprochen. Hey. Alles klar? Hallo, Lukas. Ach, dann werden wir den hier wohl teilen müssen. Jetzt wohl nicht wahr sein. Überraschung. Gott, Lukas, du hast mich total erschrocken. Was machst du? Freust du dich nicht? Ich dachte, du freust dich. Doch. Ich wollte dich zu unserem Lieblingsitaliener einladen. Lukas, das ist total süß von dir. Ich bin aber heute Abend doch schon mit Chiara verabredet. Na gut, dann bringe ich dich wenigstens noch ein Stück. Ich mag einfach alles an ihm. Er ist einfach, ja, mega ehrlich. Und ich glaube auch nicht, dass er irgendwelche Spielchen mit mir spielt. Er ist so, wie er ist. Und lässt mich sein, so wie ich bin. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Oh, sorry. Hey, ich freue mich voll für dich. Das hast du total verdient. Danke dir. Ist bei dir alles okay? Du wirkst irgendwie abgelenkt. Weiß auch nicht. Ich fühle mich irgendwie unwohl. In den letzten Tagen passieren so komische Dinge. Ich krieg andauernd diese anonymen Anrufe. Und wenn ich rangehe, dann antwortet niemand. Hallo? Krass. Die Anrufe sind alle weg? Okay. Wahrscheinlich spinnt mein Handy einfach. Das ist mir letztens runtergefallen. Ja. Was denn? Fuck. Meine Schlüssel, wo sind meine Schlüssel? Hattest du sie dabei? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Und wie kommst du jetzt zu Hause rein? Moment, meine Nachbarin. Meine Nachbarin, die hat einen Ersatzschlüssel. Thank you.
Was willst du von mir, du widerliches Schwein? Danke, dass du da bist, Lukas. Ich fühle mich hier einfach nicht mehr sicher. Jetzt bin ich ja da. Vielleicht habe ich die Tür auch selber offen stehen lassen, aber... Ich kümmere mich morgen um alles. Versprochen. Beruhig dich erstmal. Danke. Lukas, kannst du heute Nacht hier bleiben? Klar. Ich kann auch ein paar Tage bleiben. Wenn du dich dann sicherer fühlst. Guten Morgen. Wie hast du geschlafen? Total mies. Ich habe so komisch geträumt. Du hast doch total unruhig geschlafen. Gehst du zu Kiaras Geburtstag später? Na klar. Willst du da wirklich hin? Ich finde, du solltest dich lieber noch ein bisschen ausruhen. Bist doch ganz blass im Gesicht. Das wird schon wieder. Kiara ist meine beste Freundin, na klar, ich zu ihrer Geburtstagsparty. Außerdem habe ich hier extra ein Bild gemalt. Der Geburtstag ist ja erst später. Du kannst ja dann schauen, wie es dir geht. Hey, hey. Ist erstmal was. Ich hab keine Hunger. Ich hab so Kopfschmerzen. Du musst was essen. Iss. Hallo? Nein, hier geht es heute nicht. Sie hat sich gerade noch mal hingelegt. Ich sag ihr, sie soll nicht zurückrufen, wenn es ihr besser geht. Ich gehe zu Kiara auf den Geburtstag. Marie, würdest du dich bitte wieder hingeben? Der Geburtstag war gestern. Du hast den ganzen Tag geschlafen, ich wollte dich nicht wecken. Was? Wirklich? Geh jetzt wieder ins Bett. Und trink das. Nein. Ist was Gesundes. Nein. Wieso habe ich die ganze Zeit geschlafen? Und wo ist mein Handy? Würdest du dich jetzt gefälligst mal ausruhen? Und trink das. Den ganzen Tag mache und tue ich alles für dich. Du machst nicht einmal, was ich sage.
Hallo, mein Engel. Hey, alles okay? Ich wollte mich dafür bedanken, dass du dich so sehr um mich sorgst. Das ist doch selbstverständlich. Ich würde alles für dich tun. Du warst mir wirklich eine riesengroße Stütze. Und ich habe das Gefühl, ich kann dir gar nicht zurückgeben, was du verdienst. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass es besser für uns wäre, wenn ich mir etwas Zeit für mich nehme. Zeit für dich? Meinst du das ernst? Du glaubst doch wohl nicht, dass du mich jetzt so einfach los wirst nach all dem, was ich für dich getan habe? Ich gebe jetzt nicht einfach auf. Das Leben ist nicht immer so einfach. Man muss hart für das kämpfen, woran einem etwas liegt. Bleib gefälligst sitzen! Wir sind noch nicht fertig. Hallo, jemand zu Hause? Ich schwör dir, Marie, wenn du ein Wort sagst, halt jetzt schön den Rand. Chiara, was für eine Ehre. Was machst du denn hier? Hallo Lukas, wie geht's? Kann ich mit Marie sprechen? Gut geht's mir. Marie geht's leider noch nicht so gut. Ich sag ihr gern, dass du da warst. Würdest du etwas ausmachen, wenn ich reinkomme und dir gute Besserung wünsche? Jetzt ist vielleicht nicht so ein guter Zeitpunkt. Lassen wir sie das doch selbst entscheiden. Ach, selbstverständlich. Wie siehst du denn aus? Hey, Chiara. Wie sehe ich aus? Na, dich hat's ja ganz schön erwischt. Marie ist nicht ganz so auf der Höhe. Scheint, als hätte sie sich was eingefangen. Ach, übrigens. Wie war deine Geburtstagsfeier? Wir wären wirklich gern dabei gewesen. Ja. Ich fänd's wirklich sehr schade, dass du nicht mehr angerufen hast. Das ist doch sonst nicht deine Art. Tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ach, wie unhöflich von mir. Ich habe dir gar nichts zu trinken angeboten. Ich mache uns mal einen Tee. Chiara, ich glaube, das wird jetzt alles ein bisschen viel. Es ist nett, dass du Marie einen Überraschungsbesuch abgestattet hast, aber ich glaube, du solltest jetzt gehen. Kein Problem. Du meldest dich, wenn es dir wieder besser geht, okay? Ich find's selber raus, danke. Das schon hin.